Wir enden, wie wir begonnen haben, mit einem Blick auf die deutsche Geschichte und schauen in die DDR, wo das Angebot in den Bekleidungsläden alles andere als kunterbunt war, viele Jüngere aber schon auch schrille Klamotten trugen. Ganz anders als das Bild des Einheitsgraus, das vor allem im Westen vom Leben im Osten immer noch in den Köpfen steckt. Man färbte Stoffe und schneiderte selbst. Es war ein Stück Individualität, das Frauen und Männer so zeigten. Von diesem Andersmachen und Alternativsein, das allerdings selten bis in die staatliche Modewelt hineinreichte, erzählt der Film In einem Land, das es nicht mehr gibt. Andreas Hilmer hat ihn gesehen. Am Anfang steht ein Blick und ein Klick. Ein Schnappschuss von zerplatzten Träumen. Der DDR-Staat lässt Susi nicht studieren. Was soll das? Zeig mal her. Vom Straßenbahnfenster landet sie in der bekanntesten Modezeitschrift der Republik. Ich war in der Straßenbahn und dann war da so ein Mann. Ja, genau. Du saß einfach in der Straßenbahn rum und schon kommst du in die Sibylle. Susi trifft auf kreative Paradiesvögel. Sie lernt modeln, aufrecht gehen, ihre Träume leben. Inspiriert von Poesie des DDR-Widerstands. Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Sehnsucht nach Freiheit, das zentrale Thema des Films. Susi will sich nicht anpassen. Als Strafe muss sie in die Produktion, später taumelt sie staunend durch die Modeszene. Immer schwingt die Frage mit, was tue ich für meine Träume? Jetzt zeig mir, dass etwas Besonderes in dir steckt. Sehr schön. Warte nicht zum Essen, oder? Die Geschichte von Regisseurin Elrun Götte feiert auf dem Hamburger Filmfest Premiere. Vieles ist autobiografisch. Was verhandelt wird, ist der zentrale Punkt, wie weit gehst du für deine Träume und was ist Freiheit? Ich finde, das ist heute in unserer Zeit eine ganz zentrale Frage, wo ja Welten wieder zerfallen und sich neue Welten bilden. Und wir müssen uns heute fragen, was ist eigentlich Freiheit und wie frei sind wir, innerlich und äußerlich? Das ist ein GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, auserlesen. Ja. Es ist ein betörend schöner Film, der DDR-Klischees umgeht, indem er die eher unbekannten Ecken des sozialistischen Alltags ausleuchtet. Wer seine Träume leben will, muss kreativ sein. Kleine Fluchten finden sich überall, so die Botschaft. Das Ringen um Freiheit, gerade für die jungen Schauspieler, auch ein aktuelles Thema. Das ist etwas, was dieser Film ganz toll vermittelt. Freiheit entsteht im Kopf. Das ist ja übersetzbar in jedes Jahrzehnt. Und natürlich sind die Umstände andere, aber so das nachempfinden zu können als junges Mädchen, ist dann doch auch sehr, sehr aktuell. Der Film stellt auch offizielle DDR-Mode nach, wo alles starr ist und Kontrolle regiert. Taucht aber auch ab in das Paralleluniversum von Kunst und Kreativität. Er dokumentiert eine Art ästhetische Republikflucht, will das Leben in der DDR aber nicht schönreden. Es geht darum, dass alle Diktaturen ja irgendwie auch Nischengesellschaften sind. Und in diesen Nischen sind zum Teil Freiheiten möglich gewesen, die wir so heute noch nicht kennengelernt haben. Götte gelingt ein tiefer Einblick in eine bisher wenig bekannte Szene, die Modewelt der DDR. Sie zeigt aber auch, gegen den Untergang hilft nur die Eleganz.